Ja, warum ich für Silber bärisch bin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video, mal wieder zum Thema Silber. Und ich habe gesehen, dass die Kamera noch ein bisschen verändert werden muss. So, sieht das Ganze noch besser aus, dann bin ich besser im Bild. Oh mein, so. Wir sind hier Amateure, gell? Und so. Ja, Silber, warum, weshalb und so weiter. Da habe ich mir mal ein paar Spickzettel gemacht. Warte, ich hatte gerade einen Steinbeißer. Muss ich kurz nochmal einen Espresso trinken? So, herrlich. Also, ich habe gestern habe ich wieder so ein Interview-Video gesehen von, wie heißt er nochmal? Lars Eriksen, den habe ich ja früher auch immer sehr häufig angeschaut, mittlerweile gar nicht mehr, weil ich einfach auch entschieden habe, dass mich diese Videos einfach nicht weiterbringen. Ja? Also dann wird dann auch sehr kurzfristig was erzählt, bringt mich nicht weiter. Langfristig ist es mir eigentlich auch ziemlich schnurz. Und von daher hier mal mein Senf zum Thema Silberpreis. Ich weiß, es gibt eine große Community, Silberpreis und so weiter. Davon spreche ich jetzt nicht. Ja, also diejenigen, die sich sozusagen Silbermünzen irgendwie da so als Sammlerstücke und Liebhaber und so weiter. Es gibt einfach drei große Bereiche grundsätzlich als Kategorisierung. Das ist Liebhaberei, gewerbliches Betreiben. Das sind diese ganzen Edelmetall. Häuser, wo jetzt auch Dr. Krall zugehört und so weiter, die werden natürlich nie was anderes sagen als Edelmetall ist das geilste der Welt. Und dann die das hobbymäßig machen, also private Anleger. Ja, und die, zu denen spreche ich jetzt. Dann heißt es immer, naja, so ein bisschen Beimischung, Edelmetalle kann nicht verkehrt sein. Ja, 5 bis 10%, ja, oder sowas. Und dann könnte ich ebenso gut sagen, coole Mountainbikes sind auch nicht verkehrt zur Diversifikation. Die kannst du im Zweifelsfall, wenn der nächste Krieg ausbricht, auch wieder weiterhauen, ja? Irgendeinen Soldaten weiterverkaufen oder damit eben Fahrrad fahren, wenn eine Ölkrise ausbricht oder was da Kuckuck was, ja? Aber was ist denn jetzt de facto, ja? Was bringt dich denn jetzt wirklich mit Silber? Was bringt das jetzt wirklich für eine Rendite? Und wenn man das mal anschaut, über die letzte Hosse, ja, 2012, glaube ich, so war das, da wo sie sich irgendwie mal verdreifacht haben, der Silberpreis, aber halt auch nur für eine ganz, ganz kurze Zeit. Die meisten sind dann da auch nicht eingestiegen, ausgestiegen, sondern eher eingestiegen zum falschen Zeitpunkt und haben heute noch Minus. Ich rede jetzt, wie gesagt, von den Anlegern, ja, also nicht die Profis, auch nicht die Investmentbanker und so weiter, sondern die Anleger, die privaten Anleger. Und auch nicht die Sammler, die sowieso immer zu Silber kaufen, denen der Preis auch relativ schnurzpiepegal ist. Sondern private Anleger, die Silber kaufen, weil sie davon irgendwas sich erwarten, eine Rendite im Sinne von natürlich bei Silber jetzt nicht unbedingt Dividende, es sei denn, sie haben Aktien oder Minenaktien, sondern sich halt einfach irgendwie eine Rendite erwarten in Form von Sicherheit. Ne? Also irgendeine Rendite wirst du dir wohl erwarten als Anleger, ja, weil du bist ja kein Liebhaber und auch kein Gewerbetreibender. Und ansonsten würdest du das Zeug ja nicht kaufen. Und offensichtlich sind da immer wieder ganz viele im Internet, die sich da Gedanken drüber machen und anstatt ihre wertvolle Zeit für was Sinnvolles oder was Wertschöpfenderes einzusetzen oder vielleicht mal ein paar gute Bücher lesen oder keine Ahnung was. Und hier mal meine Werbung. Also das erste Mal, Silber ist eine politische Währung, ähnlich wie das Gold, nur ein viel, viel kleinerer Markt. Das heißt, was bedeutet das? Dass man Silber noch leichter manipulieren kann, als es mit Gold ja eh schon die ganze Zeit passiert, über Jahrzehnte hinweg. Wie manipuliert man das? Naja, die Zentralbanken sprechen sich untereinander ab mit den Investmentbanken und ab und zu machen die halt so ein bisschen Preis, sagen wir mal, Manipulation, dann werden sie mal erwischt, dann werden vielleicht ein paar werden irgendwie bestraft mit ein paar Millionen, aber das, was sie eigentlich damit bewirken, ist letztendlich die Markt zu kontrollieren, ja, und das sind die kleinen Strafen und so weiter, das sind denen dann, es ist denen sowieso alles wurscht. Und die hängen sowieso alle mit einer unter Decke, also
die EZBs, also die Zentralbanken mit den Investmentbanken und die Staaten, weil nämlich eines niemand will und das ist sozusagen fluchtartige Panik in irgendwelche Edelmetalle. Keiner will, dass das Vertrauen in die Fiat-Währungen halt jemals unterlaufen wird und so weiter und so weiter. Und das eine, das wissen wirklich alle, bis hin zum Kleinkind im Kindergarten, bis hin zur alten Oma, die vielleicht teilweise mit Kryptowährungen noch nie was gehört haben. Aber bei Gold und Silber verstehen sie das, weil das ist, geht schon seit 100 Jahren so. Das sind Indikatoren, Gold und Silber, für für was? Naja, für Vertrauensverlust in die Währung. Das heißt, ganz schnell kann es da eben so gehen, wie eben 2012, das war sozusagen das beste Beispiel seit der Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg, wo halt selbst die letzte Oma aus dem Loch gekrochen ist sozusagen. Oh, jetzt habe ich wieder so ein, oh, jetzt kriege ich wieder Daumen runter, oh mein Gott. Also selbst die letzte Oma sozusagen ist aus dem Haus raus, ja, und hat sich irgendwie versucht, irgendwie ihre Fiat-Währungen umzutauschen und so weiter. Und das kann ganz schnell gehen, ja, und dann sagen die halt, okay, das wollen wir natürlich nicht, ne, weil sonst geht alles in Stocken und dann gibt es wieder die ersten Banken, die dann kollabieren in Zypern und so, und das wollen wir nicht. Also, all diese Déjà-vus, die wollen wir nicht, und deswegen werden die zusammenarbeiten, und zwar alle, die irgendwas zu sagen haben, und das sind so viele, sind es gar nicht, das sind ein paar Investmentbanken, ein paar Zentralbanken, so eine Handvoll, ja. Und die labern da immer und so weiter, kann man sich Bücher, alles Mögliche als Beweise reinziehen, brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Also, was will ich jetzt als kleiner privater Anleger mit diesem Silber? Ja, bringt mich das überhaupt weiter in irgendeiner Art und Weise? Jetzt mal ganz rational, wirklich, Emotionen komplett weg. Weil wenn ich mir die Münze anschaue, finde ich es auch geil. Ja, aber diese Emotionen einfach mal weg. Ja, ich verschenke es auch gerne. Eigentlich mache ich das immer so, dass ich die also verschenke, weil ich immer nicht weiß, was zur Hölle soll ich denn in Geburtstagen oder meinen Neffen und Nichten oder irgendwas schenken. Ja, dann habe ich halt ab und zu mal so eine Münze geschenkt oder sowas. Ja, aber davon rede ich ja nicht. Ne? Ich rede eben private Anleger, die meinen, okay, ich will irgendwie was anlegen, Altersvorsorge, keine Ahnung was. Ja, und da kann man sagen 5%, 10%, aber muss ja auch nicht sein, weil so richtig Rendite machen sie ja nicht. Ja? Also die Rendite war in der Regel schlechter, als wenn du irgendwie einen ETF, einfach einen Aktien-ETF angespart hast. Ja? Und das kann man alles vergleichen mit den ganzen Statistiken und so weiter. Das, der zweite Punkt ist nach Rendite und Performance, politische Währung. Dritter Punkt schon ist die Inflation. Okay, oh mein Gott, die Inflation. Ja? Natürlich, Inflation wird jetzt kommen, wird die schrecklich sein, ja. Ich sagte eins, Inflation in manchen Bereichen ist quasi kaum spürbar und wird auch so bleiben. Warum, sage ich gleich noch was dazu. Und in manchen Bereichen, wie zum Beispiel Immobilien und so weiter, Assets, wegen den Nullzinsen, ja, ist doch schon längst im Gange, ja. Und Mieten und das alles. Und das hat auch was mit den niedrigen Löhnen zu tun, die sich ja quasi kaum verändert haben in den letzten 30 Jahren. Ja? Naja, okay. Also, Inflation wird nicht kommen, sondern ist schon da und wird auch weiterhin da sein in manchen Bereichen. In manchen Bereichen wird sie nicht kommen. Ganz aus dem, und da auch wieder das gleiche Spiel von vorn. Ja? Zum Beispiel, wenn du zum Aldi gehst, wenn du zum Rewe gehst. Jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Jemand, der jetzt davon schon seit Jahren ein Crash-Guru wie Dr. Krall oder wer auch immer, ja, sagt, okay, es kommt die Hyperinflation in 6 Monaten, in 2 Jahren, in einem Jahr oder irgendwas auch immer. Ja. Da ist, müsste eigentlich schon längst da sein, aber ich sage dir eins, die wird nicht kommen. Die wird nicht kommen. Man könnte jetzt behaupten, bei Immobilien ist sie schon längst da. Ja. Ich sage dir eins, wird nicht kommen. Bei den Sachen, jetzt mal ganz ehrlich, in der Lockdown-Phase, das ganze letzte Jahr, was hast denn du ausgegeben? Für welche Dinge hast du was ausgegeben? Ich kann dir das bei mir sagen. Ja, auf meinen Kontoauszügen der letzten 8 Monate stehen quasi nur 2 Positionen.
Ja, Rewe, Aldi, ja, also Supermarkt zurück und das schon seit Monaten, ja. Also, was uns das zeigt, ist, dass das eigentlich was oder DM und Müller oder sowas, ja, also die Drogerie und der Supermarkt. Und das ist sozusagen, wir können locker über Jahre hinweg, ja, existieren, ohne dass wir für irgendwas Geld ausgeben, bis auf Rewe, Aldi, also Supermarkt und Drogerie. Da kriegen wir alles, was wir zum Leben brauchen. Ja, das ist ein wunderschönes Geschenk unseres Zeitalters. Vor 200, 300 Jahren war das noch nicht so. Und das, was du da kaufst, ja, mein Shampoo, mein Haarshampoo, ich habe mich gerade geduscht, mein Haarshampoo, 76 Cent oder 5, ist es überhaupt nur ein Cent draufgegangen in den letzten 10 Jahren? Ja. Wie kann das überhaupt sein? Also das beste Haarschampoo, das feinste Haarshampoo, die Spezialmischung, ja, kostet gerade mal 1,50 oder sowas. Ja, mit der kannst du irgendwie einen Monat lang deine Haare waschen. Ja, so viel, also ist genug drin. Ja, 1,50 im Monat Kosten für Haarshampoo. Ja, wo ist da Inflation? Es wird auch keine kommen, weil in dem Moment, wo die Leute zum DM gehen, zur Drogerie oder zum Supermarkt, wo sie auf Dinge kaufen, auf die sie zum Leben brauchen, egal welche Krise da ist. Ja, also das heißt, lebensnotwendige Dinge, ja, Grundnahrungsmittel und so weiter. Sobald da Inflation käme, spürbare Inflation, wäre die Hölle los. Und die will keiner und deswegen wird es auch nicht kommen, weil Preise werden niedrig gehalten, subventioniert, manipuliert. Und egal wie viel, was da an Geld gedruckt wird oder so weiter, das wird künstlich, da werden Absprachen gehalten und es ist eben deswegen so einfach, weil die Regierung, ja, die Regierungen sich maximal mit fünf oder sechs, ja, Personen absprechen müssen. Das ist der Herr Aldi, ja, die Schwarz-Familie oder so, ja, das sind ein paar Telefonate, wo die sagen, hey, wir schön die Preise schön niedrig halten. Und glaub mir, so oder so ähnlich funktioniert es auch. Weil niemand will Tumult. Ja? Niemand will diese ganzen Tumulte und oder irgendwas oder Bürgerkrieg oder sonst irgendwas, ja, was es vor vielen 100 Jahren ja ständig gab. Ja? Alle paar Jahre gab es irgendwelche Kriege und Tumulte und Aufstände und so weiter. Und deswegen, jetzt kommen wir wieder zurück zum Silber. Wirst du als normaler Anleger kein Silber oder irgendwas brauchen, weil klar, es wird wieder eine Währungsreform kommen. Währungen sind eben dazu prädestiniert, dass sie wieder reformiert werden müssen und die einzigste Währung, oder sagen wir, es gibt, glaube ich, nur zwei Währungen oder sowas in Europa, die es geschafft haben, über wirklich langen Zeitraum überhaupt bestehen zu bleiben. Das ist der britische Pfund, ja, und so ziemlich alles andere. Es ist entweder keine wirklich stabile Währung oder halt der Euro geworden, ja. Und der Dollar halt, ja. Okay. Ja, also von daher einfach lay back, ja. Du brauchst dich um diesen Silberpreis nicht wirklich Gedanken machen. Und du kannst diversifizieren, wie du willst und alles. Aber das wird nicht dein Vermögensaufbau, ja, Stichwort Altersfürsorge und so weiter, ja, wird nicht vom Silberpreis abhängen. Und deswegen finde ich auch diesen Tumult, ja, sehr verständlich, weil es ist ein heißes Thema und Silber kann sich hier was drunter vorstellen, man kann es in der Hand halten, es glinst und glänzt, aber es ist gleichermaßen unwichtig. Ja, das würde ich mal so sagen. Und ich habe mich da auch viele Jahre viel zu sehr reinreißen lassen oder reinziehen lassen in dieses ganze Thema Edelmetalle, Edelmetalle, Edelmetalle. Und wer gewinnt dabei? Natürlich die Händler. Die haben nämlich einen richtig schönen Abschlag. Ne? Also wenn du halt so ein Münzchen kaufst, ne, dann bist du mal gut mit mindestens 10% Abschlag dabei. Bei manchen Münzen noch viel, viel mehr. Und wenn du es dann mal wieder loswerden willst und weißt nicht genau, an wem du es verkaufst oder was auch immer was, ja, dann bist du fett im Verlust mit drinnen. So hoch kann der Silberpreis, so schnell wird er wahrscheinlich gar nicht steigen, wie du dann meinst, dass du da, also ich spreche jetzt vom physischen Silber, die Riesengewinne einfährst. Ja, vielleicht bist du dann irgendein Break-Even plus minus null. Ja, aber es ist nicht die Asset-Klasse Nummer 1.
auch nicht die Aktienklasse Nummer 2 oder 3. Ich würde sagen, konzentriere dich auf Unternehmen. Abschließend noch mein Tipp, investiere in Unternehmen. Und wenn du es schaffen kannst, investiere in dein eigenes Unternehmen. Ja? Investiere in dein eigenes Unternehmen. Schau, dass du ein eigenes Unternehmen irgendwie aufbaust und dann sind wir schon mal im selben Boot. Dann würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.